Horrorfibel. Arsenal des Mörders. Ein Stirnbeil mit Eisenhenkel. Ein Reiterdegen mit Scholler, Damenring sowie Draht H. mit Knauf 66 cm Bisch. Eine Orientalpistole Messing. Ein Pulverhorn Motor. Ein Öster. Infanterieoffizier in Scheide mit leicht gewölbtem Staatsbeamten. Ein Handjahr, Tausch, Rück, Beißgriff und Bein, Mundstück, leicht. Eine Pulverflasche, hier fehlen die kleinen Teile. Ein Jagdschwert, Papier, Hirsch. Zwei Pistolen. Eine Nachbildung Hans, Brust, Rücken, Arm, Bein und Finger, Glied, Schutz. Drei Doppelterzerolen mit gerissenem Hähnchen. Eine russische Streitaxt, rosig, in Klammer rostig. Ein extra Bajonett, Krone. Fünf Kriegsflegel, himmelblau, Eisen, Rock und Hose, Bisch, Punkt. Eine MG, Zimmermanns, enger, Hals, Kaliber 3,8. Eine Lugerpistole, alt. Eine Lugerpistole, sehr alt. Was es da alles so gibt, wenn von Horror die Rede ist. Völlig nackt, intakt. Zwei Nieten, links, rechts, abgegriffene Bartspitzen, beschädigter Nadelfluss, Hals gebrochen, Hand mumifiziert, Hänge, Öse, bösbusig, aufklappbar, vierpissig, Kittel, gekittelt, gekitzelt und Griff, Frau Schenkel, mit Putti-Wandung, rosa. Darin Putti, bei Garten, Zarge, an Zunge, perforiert, Laffe, gebuckelt, Mundrand, achtlappig, verzogen, radial, gegratet, gegrillt, gegrillter. Gepunzter Fuß, Rippe, Glocke, Speise, Ohren und Augen in adorierender Haltung. Einwurfschlitz bis zu 9,5 cm, starker Stössel, flatternd, Lendenschurz, geschwerter Arm an Wand, Wandarm frivol, rosshaarig beschauen, tulpenförmige Öffnungen, Ausgussschnabel, kolorierte Pissenburg immer selbst, seine ruhende Gemahlin mit Respekt, kleine Einrisse, gewundene Falten in Felder, geteilt steif mit reichen Beineinlagen bei Fuß, sechs Damen im Daimyo-Zug, eine Zue, Tüe, abgetreppt, seitlich, bauchig, als alpenländisch. Szene mit kleiner Dame im Horrorablauf. Fußte, äste, händete, äugte, hörte, fugte, fügte, füllte, deckte, merkte, nützte, stemmte, wartete, flüsterte, schmalte, zwängte, zeigte, öffnete, stelzte, zitterte, flüchtete, reinigte, mützte, raste, wankte, winkte, rückte, schluckte, schluchzte. Spannungsmoment. Gerade als ich den Riegel der Gartenpforte berührte, hörte ich das Knirschen eines einzelnen Schrittes auf dem braunen Kies hinter mir. Ich wollte mich schnell umdrehen, aber im gleichen Moment traf mich ein harter Schlag, dicht hinter meinem rechten Ohr.
Der war nicht dazu bestimmt, mich bewusstlos zu schlagen. Er hatte vielmehr genau die Wirkung, die beabsichtigt war. Während die ersten feurigen Kreise in meinem Hirn explodierten, stolperte ich gegen die Pforte zurück. Das Stemmeisen fiel auf den Kies. Diese Art von Schlag auf den Schädel erzeugt Übelkeit, die auf und ab schwillt und langsam schwächer wird, während sich der Blick wieder klärt. Im helleren Licht sah ich, wie der Bursche eigentlich aussah. Seine Augen waren klein von greller Sonne am Strand, und er stand in sicherer Entfernung da und hielt eine der zuverlässigsten und tödlichsten Handfeuerwaffen lässig auf meine Brust gerichtet. Eine Lugerpistole. Verhör. Der Rudolf Engel sagt, sie hätten ihn verrenkt. Der Rudolf Engel sagt, sie hätten ihn gemästet. Der Rudolf Engel sagt, sie hätten ihn geküsst. Der Rudolf Engel sagt, sie hätten ihn verspeist. Der Rudolf Engel sagt, sie hätten ihn geworfen. Der Rudolf Engel sagt, sie hätten ihn verbraucht. Der Rudolf Engel sagt, sie hätten sich verhört. Ich freue mich aufs Inquisitenspital. Da kriege ich was zu essen. Ich freue mich. Da krieg ich was zu essen. Der Kahn erkräht, die Kühe sie mühen. Da krieg ich was zu essen. Verteidigung. Im Rot stößt er tiefer in den Leib, erregt das Blut, die Willensphäre, wie jeder von ihnen weiß. Im Blau wendet er sich nach der anderen Seite, da hebt er sich heraus, hauptwärts sozusagen, wo wir im ruhigen Vorstellungsbild den Gegenpol zur Willensphäre schaffen. So entschwindet ihm der eigentliche Willensvorgang in der Finsternis. Und wir begleiten ihn wieder mit unseren farbigen Gefühlen. Indem er zwischen den Polaritäten schwingt, atmet er im Röten und Bläuen ein und aus. Man muss ihn erlösen und erkennen. Innerlich fühlt er sich auf der Erde stehend. Auf dem Grün steht er also. Auf dem Grün fühlt er sich über dem Himmel, unter sich die Erde. Grün ist die dichteste Farbe, auf der sich ruhig stehen lässt. Rot würde ihn abstoßen, in Blau würde er versinken und ertrinken. Nun soll er das Rot durchtauchen, das Rot vortreiben. Das treibt Gelb und Grün vor, ins Blau, Grün, Gelb verschwinden, Violett entsteht, aber Indigo ist eine durchsichtige Finsternis. So werdet ihr in jeder Lampe brennen. Gegenbeweise und Überführungen. Als sie mit Lotte waren, als sie Rosalien trafen, als sie auf den Berg Rücken legten, als sie Lotte ins Konzert, als sie dahinter steckten, als sie damit zu tun bekamen, als sie mit Rosalien waren, als sie sich anschlossen, als sie in Verlegenheit, als sie das Wesentliche, als sie auf Lotte und Rosalien. Wer Horror liebt, muss Horror reimen. Der Kuss, der Schuss, der Pfiff, das Riff. Das Krachen, das Lachen, die Säge, die Schläge, die Schritte, der Dritte, das Klopfen, der Tropfen, das Gift, der Lift, das Beil, der Keil, das Gespenst, das Fenst, die Wasserspülung,
die Unterkühlung. Die Schere, die Gewehre, das Blut, die Wut, das Blutbad, das Mühlrad. Schlusswort oder Anti-Horror? Wir eilten zu Lucys Grab, wir eilten und eilten zu Lucys Grab, da drehte er sich katzenköpfig herum und kam auf uns zu. Da eilten wir zu Lucys Grab, den Hügel hinauf zu Lucys Grab. Da drehte er sich zu uns herum, schmiegsam, katzenköpfig. Eben als wir zu Lucys Grab wollten, zu Lucys Grab, eben als wir zu Lucys Grab wollten, drehte er sich herum und kam auf uns zu. Wir eilten zu Lucys Grab, den Hang aufwärts hinauf, dort, wo die Sonne die Raben, da drehte er sich zu uns und die Sonne krachte in allen Fugen.